Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf MJG Retro. Und aus dem Rechner hier, das ist der seit August der neue Rendersklave. Die Videos, wo ich diesen Rechner dann doch mal vorstelle mit Umbau und so weiter, werden später kommen, weil ich die schon im August produziert habe, aber die in der Reihenfolge irgendwann bei 100 irgendwas einsortiert sind. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwann diesen Rechner mal als neu vorstelle und gerade die TV-Karte einbaue. Heute baue ich sie wieder aus, weil genau gerade eben, als ich den Rechner eingeschaltet habe, kam ich noch zum Windows 10 Bootscreen. Dann ist der Rechner hängen geblieben. Dann beim nächsten Neustart tat sich überhaupt nichts mehr. Ich habe gedacht, Motherboard kaputt. Also, Rechner hochgeholt, abgebaut von unterm Tisch, aufgeschraubt und dann erstmal eine Karte nach der anderen rausgeschmissen. Soweit, so gut. Erstmal die Grafikkarte. So, dachte Grafikkarte put, angemacht, immer noch nichts. Normalerweise piepst er, wenn die Grafikkarte nicht drin ist, dass da keine Grafikkarte drin ist. Hab dann die TV-Karte ausgebaut und hey, er lebt, er piepst. Grafikkarte wieder eingebaut, er macht wieder Bild. TV-Karte eingebaut, Rechner fährt nicht mehr hoch. TV-Karte ausgebaut, Rechner läuft wieder. Wieder eingebaut, geht nicht. Das war jetzt nur Verzweiflungstat, weil nämlich ich wollte ja anfangen mit der TV-Karte die Bilder aus der Vergangenheit einzufangen. Sprich vom DOS-PC, vom Compaq 4000, vom Despo 4000. Dem Pentium 106, dem Pentium 166 Computer, wo DOS-Spiele laufen, dem C64, deswegen richte ich ja da hinten die ganze Retro-Ecke ein, wie in, vor ein paar Videos gezeigt. Und genau heute versagt diese Karte ihren Dienst. Ich werde sie mal rausholen und wir werden so ein klein bisschen ein kleines Gedenken machen. Natürlich erwischt mich das Ganze hier in der ganzen Umbauphase, deswegen stehen jetzt hier auch noch hier ein paar Rechner rum. Ja, die standen eigentlich jetzt hier vor und gestern war alles noch frei gewesen, weil das sind eigentlich zwei Rechner, die auch in der Ecke hinkommen sollen. Da unten Monolith, der hier wieder hinkommt, Digitalisierungstechner. Rechnermäßig, da ist da auch noch eine TV-Karte drin. Und so wie es aussieht, werde ich dann wahrscheinlich Monolith dann zum Retro-Streaming-Rechner umfunktionieren, weil ich werde jetzt nicht die TV-Karte von da hinab nach da einbauen, weil wegen ja auch gleichzeitig die Digitalisierungsrechner ist. So, das heißt dann, wenn ich den jetzt wieder aufstelle, der läuft ja mittlerweile unter Linux, werde ich dann OBS nochmal neu kompilieren müssen. Diesmal mit Browser Source, weil ich weiß jetzt endlich, was das bedeutet mit Browser Source bei OBS. Und die benutze ich mittlerweile. Und zum Beispiel zur Chat-Einbindung. Deswegen wird dann da, gibt es dann noch so ein kleines Linux-Video, wie ich OBS mit Browser Source einbinde und so weiter und so fort. Ja, dann wird der zum Retro-Streaming-Rechner werden. Und was der ja mittlerweile macht, das habe ich ja gestern gemacht, so einen kleinen 8-Stunden-Stream, Phasmo. Er ist ja mittlerweile, er ist ja Rendersklave und Streaming-Rechner und dann der andere, der Gaming-PC, greift dann halt nur, also der ist nur zum Spielen gedacht und per GameCapture HD Pro von Oxio wird das Ganze dann hier eingetragen. Nein. Hingeschickt und er streamt dann den Rest dann nach Twitch hoch. Aber zurück zu dieser Karte hier. Die müsste jetzt so ungefähr 2000 von 2001 sein. Da habe ich die geholt. Das war noch, glaube ich, zu Marktzeiten. Ja, 2001 ist ja gerade der Euro eingeführt worden hier. Beziehungsweise
als Hauptwährung festgelegt worden. Und die habe ich vor 20 Jahren, also das ist jetzt so wirklich eine runde Jahreszahl, mir bei, damals bei Aldi Süd geholt. Weil die Karte, die ich vorher hatte, eine, was ist das da, Haupt, wie sie heißt, mit der kam ich nicht so richtig zurecht. Dementsprechend habe ich dann die andere verkauft, die war ja gerade mal ein Jährchen alt oder so, und habe mir dafür dann die geholt. Die war 50 Mark oder 50 Euro gewesen, ich weiß es nicht, ich meine 50 Mark noch. Kassenbon habe ich natürlich nicht mehr. Und ja, die lief jetzt seit 20 Jahren durchgehend in irgendeinem Rechner drin immer. Die ist mitgewandert. So. Und bis zu diesem Tage heute lief sie einwandfrei. Und jetzt, wo sie wieder benutzt werden soll, hat sie auch gedacht, nee, ich gehe jetzt in Rente. Tschüss. Ja. Gebrauchsanweisung habe ich noch davon. Die Software habe ich auch noch davon für Windows 98 und Windows 2000. Oh ja, das waren die ersten. Mit der habe ich dann die ersten Videokassetten digitalisiert vor 20 Jahren. Deswegen habe ich mir die dann nochmal geholt gehabt. Da habe ich angefangen schon mit Digitalisierung von VHS-Kassetten, bis ich das dann wieder sein lassen habe, weil ich dann festgestellt habe, dass dann die VHS-Kassetten doch länger leben als dann die Rohdinge, wo sie drauf waren, die digitalisierten Sachen. Damals noch mit MPEG 1 alles aufgenommen im Video-CD-Format. Einige Versuche auch mit Super-Video-CD-Format, aber wie gesagt, nur Versuche. Dementsprechend war die Qualität, wenn ich mir heute die noch existierenden Kopien angucke, grausam damals. Da wusste ich noch nicht so viel, welche Bitrate man benutzen muss und so weiter. Und wie gesagt, damals habe ich noch nicht so einen schnellen Rechner gehabt wie heute. Also damals hat man generell noch nicht die Hardware gehabt wie heute, dass man alles in super Qualität aufnehmen konnte. Angefangen hier mit Windows 98 zu digitalisieren. Dann habe ich angefangen mit Windows 2000. Unter Windows 2000 gab es dann einen kleinen Bug mit DirectX, sodass dann immer die Software von dieser Karte hier oder generell der DirectX-Treiber das Video nicht so richtig abgreifen konnte. Es gab mal Abstürze. Ich glaube, dass das Bild immer stehen geblieben blieb, schwarz. Ich weiß es nicht mehr. War aber ein bekanntes Problem. Lief dann erst unter Windows XP. Ja, dann musste ich mir ein extra, deswegen dann entweder konnte ich mir aussuchen, Windows 98, das wollte ich nur zum Zocken haben, Multimedia-Sachen sollten unter Windows 2000 bei mir laufen, weil stabiler und dementsprechend hat er Kontakt mit Windows XP gemacht. Ja. Also habe ich dann mit Windows XP dann damals angefangen zu digitalisieren. Und die lief jetzt bis heute, bis zum gestrigen Tag, richtet sie mit ihren Dienst. Also ich konnte nicht meckern. Ich habe erst gedacht, die wird nicht so lange halten, weil wegen Medion und so. Aber ich muss sagen, 21 Jahre von Windows 98 bis hoch hier zu Windows 10. Windows 10 hat ja auch noch Treiber. Unter Linux würde sie auch laufen. Das Einzige, was ich wirklich mal machen werde, ich werde die Karte mal testweise noch in einem anderen Rechner einbauen. Wenn die dann auch nicht hochfährt, dann weiß ich hundertprozentig, die Karte ist im Arsch. Ja, das ist sie. Einziges Manko, den ich hier mit der Karte habe, ist, dass sie keinen Eingang für Sound hat. Sie hat nur Lineout. Das konnte man dann direkt in die Soundkarte einbinden. Also hier sind die Anschlüsse, man hat die Antennenanschlüsse, Eingang, Ausgang, dann hier Videosignal Cinch, Eingang, Super Video Eingang und dann halt hier Line Out, das ist hier für den Ton, den musste man dann hier rausgeben und in den Line, in den Eingang der Soundkarte einbringen oder hier ging es auch, hier kann man auch hier zwei Soundsignale reinsetzen, Input 1, Input einmal. Und dann hier das Kabel Output. Das
Sieht dann aus wie ein stinknormales CD-ROM-Kabel, was man, also ein Audiokabel für ein CD-ROM. War es, glaube ich, auch. Womit man dann intern nochmal das Ganze an die Soundkarte anschließen konnte oder an die Onboard-Soundkarte. Ja, habe ich aber nie gemacht. Ich habe immer das Bild direkt in die Karte eingegeben und dann den Ton direkt in den Line-In der Soundkarte. So habe ich dann immer digitalisiert. Lief wunderbar. Gab auch keine Synchronisationsprobleme mit Bild und Ton. Wie gesagt, ich werde noch offscreen gleich noch einen Test machen in anderen Rechner, wenn die aufgebaut sind. Und danach geht sie in den Elektrohimmel. Schade. Wie gesagt, immer gute Dienste verrichtet die Karte. Aber keine Ahnung, was sie hat. Ob da jetzt ein Elko durch ist, ich weiß es nicht. Ja, mir fehlen die Worte. Ich lege jetzt eine Schweigeminute ein. Für euch mache ich es ein bisschen kürzer. Das war sie gerade gewesen. Und ich sage mal, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Also der Rechner kann dann doch nicht die Funktion zum Retro-Streaming-Rechner aufnehmen. Das macht dann Monolith. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Weil ich wollte es eigentlich so haben, dass nur der Rechner hier OBS drauf hat. Mal gucken, wir mal, ob sie dann alles einrichten. Kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. Also, dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Dicken Daumen hoch für diese Karte, die 21 Jahre durchgemacht hat. Sie hat die Betriebssysteme von Windows 98 bis Windows 10 kennengelernt, darunter ein bisschen Linux, weil sie auch im Rechner drin war, mit dem ich dann noch 2004 an Linux-Versuche gemacht habe. Ja, und sie hat auch die Bilder für die ganzen ersten WUFNATech-Videos gebracht, beziehungsweise auch noch teilweise für Mike's Hobbyzimmer, bis ich dann die Kamera, mit der ich jetzt hier filme, oder die anderen Samsung Full HD Kamera, war sie auch noch im Einsatz. In Verbindung mit der zweiten TV-Karte. Und erst letztes Jahr habe ich sie aus dem ehemaligen Multimedia-Rechner ausgebaut, den ich mir 2008 besorgt habe. Seitdem war sie seit 2008 in diesem Rechner drin. Und das sind auch schon wieder, wow, 13 Jahre. Und erst letztes Jahr, 2020, im August, wie gesagt, wir haben jetzt 2021, Januar, den 4. heute. Seit August war sie dann hier drin. Hier kam sie nie richtig zum Einsatz. Schade eigentlich. So, 10 Minuten. Damit sage ich danke fürs Zugucken. Ich baue den Rechner jetzt wieder ohne euch zusammenstellen unterm Tisch und dann geht's munter weiter.